Mahlzeit, ihr legendären Schatzsucher. Herzlich willkommen zurück zu Uncharted 3 Drake's Deception in der Nathan Drake Kollektion. Wir sind in Kapitel 8, die Zitadelle. Hier gibt es 7 Schätze und 5 davon muss ich jetzt noch sammeln. Und der erste ist hier gleich quasi zu Beginn des Kapitels. Denn es heißt hier in meinem tollen Trophy Guide, beziehungsweise Schätze-Guide, Link dazu natürlich in der Beschreibung, heißt es: kurz nach dem Start des 8. Kapitels überquert ihr eine Brücke. So, das ist jetzt aber, glaube ich, noch nicht diese Brücke hier. Denn ich habe mich hier jetzt gerade, dreist wie ich bin, schon mal ein bisschen umgeguckt und hier ist tatsächlich kein Schatz. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal hier durch, aber hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch, denn ich denke mal, wir werden da oben rüberklettern müssen. Ist verschlossen. Ganz genau. Hier geht's hoch. Du schaust nach. Ich warte. Okay. Okay, warte. Okay, Sally, alles klar. Komm hoch. Okay, das hier ist eine Brücke. Runter. Also ich sehe jetzt hier noch keinen Schatz. Jetzt komme ich auch nicht mehr hoch, oder was? Doch. Hier ist doch nix. Ach, da. Da ist er. Okay. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste, dass das nicht gehen würde. Aber da er sich nicht weiter nach rechts bewegt hat, dachte ich, probier's es einfach mal. War wohl nix. Na gut. Nein! Halt dich doch fest. Ach, das fängt ja wieder gut an. Scheiße, Mann. Oh, das fängt ja wieder super an, ehrlich. Das Kapitel wird sowieso ziemlich lange dauern. Also ich denke mal, hier werden wir 2 Teile für dieses Kapitel brauchen. Bislang habe ich ja immer jedes Kapitel in einen Teil gekriegt. Jetzt geh doch hier runter, du Pfeife. Nein, nimm ihn mit. Da ist er. So, okay. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an dieses Kapitel, als ich das erste Mal gespielt habe. Das war eine ziemlich heftige Ballerei am Ende, die jetzt auf diesem Schwierigkeitsgrad hier durchaus eine Herausforderung wird, zumal ich auf die Steuerung im Moment noch nicht so wirklich wieder klarkomme. Dafür habe ich einfach anscheinend zu lange kein Uncharted gespielt. Ich muss mal gucken, dass ich den Ton mal so ein bisschen lauter mache. Ist mir ein bisschen zu leise. Halt, halt! Wir wissen gar nicht, was auf der anderen Seite ist. Dann gehen wir doch nachgucken. Richtig. Ich gehe oben entlang. So, ich muss mal gucken, wo ist denn der nächste? Irgendwas mit einer Zugbrücke. Da sind wir noch nicht. Wow, 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 wow! Alles gut. Ja. Einigermaßen. Das sieht schon schön aus. Ah! Ach, Mann.
gleich tot. Na. Ich habe jetzt echt ein paar Tage nicht mehr gespielt, also ich komme jetzt auf die Steuerung echt nicht mehr klar. Ich kam ja in meinen ersten Teilen schon nicht klar. Aha, jetzt fällt er hier schon wieder runter. Wo ist denn jetzt nochmal in Deckung gehen? Da. Na, wo seid ihr denn jetzt alle? Das ist doch scheiße. Na gut, dann töte ich ihn mit einem Fußschuss. Ist auch okay. Die Waffe ist ja mal richtig Dreck. Ah, komm, gib mir die. Ist okay. Ich muss, wie gesagt, auch ein bisschen mit den Waffen noch rumprobieren. Ich weiß jetzt nicht, welche mir noch fehlen, trophäentechnisch. Aber ich habe ja quasi immer so die Waffen, die ich standardmäßig nehme. Und ich muss jetzt einfach ein bisschen gucken, dass ich da so ein bisschen von wegkomme und irgendwelche anderen Waffen nehme. Zum Beispiel die AK, die habe ich halt ständig. Und Shotgun habe ich normalerweise relativ wenig immer am Start. Aber noch sind wir früh im Spiel, noch brauche ich mich da nicht großartig mit beschäftigen. Nur Sinn dieses Spieldurchlaufs jetzt ist natürlich zum einen alle Schätze zu finden, aber zum anderen natürlich auch die Trophäen, die ich irgendwie noch kriege, dann auch irgendwie einzusammeln. Na los, alles klar. Wo warst du denn? Nirgendwo. Ey, mach's noch ein bisschen lauter. So, jetzt aber. Jetzt geht's los. So, Sullivan. Na los, hilf mir doch mal. Das ist jetzt bestimmt gleich die Zugbrücke. Jawohl. So, den nächsten Schatz muss ich irgendwo runterschießen. Ach du Scheiße. Na los, hier lang. Das ist aber ein ganz schön großer Bereich. An der Wand, nachdem ihr die Zugbrücke runtergelassen habt. Ja, hier gibt's viele Wände. Boah, das ist jetzt natürlich fies. Also, es heißt hier in meinem tollen Schatzguide, ein antiker Metallelefant hängt an der Wand, nachdem ihr die Zugbrücke herabgelassen habt. Schaut euch in diesem Bereich aufmerksam um, dann erkennt ihr das Blinken in einer kleinen Ecke der Mauer. Puh, das ist natürlich jetzt mal eine sehr präzise Aussage. Ich denke mal, hier wird es auch noch ein paar Gegner geben, oder nicht? Da oben. Da ist er. Alles klar. Boah, der ist natürlich echt fies gewesen. Der antike Metallelefant. Wunderbar. So, dann kurz darauf müsst ihr ein Schloss von einem Tor
Es müsst ihr ein Schloss von einem Tor aufschießen, wahrscheinlich soll es heißen, damit ihr hindurchgehen könnt. Okay, also bis dahin können wir erstmal noch weiterspielen. Ja, da ist es schon. Da ist es schon, aber ich werde mich erstmal noch hier ein bisschen umsehen. Gucken, ob es hier noch irgendwelche tollen Sachen gibt, Muni oder irgendwelche Waffen, die ich gebrauchen kann. Sieht aber eher nicht so aus. Das sah jetzt im ersten Moment ein bisschen größer aus, dieses Areal, als es tatsächlich ist. Okay, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir zu diesem Schloss hier, welches wir aufschießen müssen. Geh zurück. So, okay. So, hinter dem Tor wendet ihr euch nach rechts. Rechts ist hier. Und da ist mein Schatz. Die Kreuzfahrermünze ist das. So. Weiter geht's. Geschlossen. War klar. Das war so klar. So, hier geht's hey, weiter. Schau mal. Hui. Lass mich runter. So. Ich soll jetzt... Also, Moment. Wo sind wir denn? Sullivan lässt euch etwas später in einem Eimer ein Stück nach unten. Statt auf den Vorsprung auf der anderen Seite zu springen, dreht ihr euch um. Ihr seht hier zwei bogenförmige Öffnungen in der Wand. Aber ich muss doch da hinten hinspringen. Hä? Das verstehe ich nicht. Statt auf den Vorsprung auf der anderen Seite zu springen? Hä? Ist da unten was? Okay, warte mal. Ich schau's mir an. Kann sein, dass ich es jetzt schon versaut habe. Oh, du Geld. Wow! Ich glaube, hier bin ich schon viel zu weit. Keine Öffnungen in der Wand jetzt mal. Ganz ohne Witz. Also hier, klar, aber hier muss ich doch eh durch. Sullivan lässt euch in einem Eimer ein Stück nach unten. Statt auf den Vorsprung auf der anderen Seite zu springen, dreht ihr euch um. Zwei bogenförmige Öffnungen in der Wand. Hä? Fotzefuck. Hier ist doch nichts. Ich habe keine Ahnung. Also dieser Schatzguide ist jetzt nicht so wahnsinnig präzise.
Also hier sind bogenförmige Öffnungen, ja, aber hier ist ja nichts mit einem Vorsprung auf einer anderen Seite und umdrehen und sowas. Ich hab keine Ahnung. Welche Stelle die meinen. Das hier sind so ziemlich die einzigen bogenförmigen Öffnungen, die ich hier habe. Oh, das nervt mich ja jetzt schon wieder. Wo geht's denn hier jetzt weiter überhaupt? Vielleicht bin ich hier ja auch gar nicht richtig. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wo es hier weitergeht. Ah, hier. Hey, hier drüben. Ich zerschieße das Schloss. Na dann, zerschießt du mal das Schloss. Zack, so. Eine Marmorfigur hängt im Innenhof an der Turmwand. Sully, hilf mir mal! Oh mein Gott, das ist ja jetzt super nervig hier. Eine Marmorfigur hängt im Innenhof an der Turmwand. Sully öffnet euch das Tor und ihr gelangt in den Innenhof. Dreht euch um, schaut am Turm nach oben. Okay, also kommt das jetzt noch hier. Wimmelt es von Agenten. Da. Kassa und Chloe könnten Probleme haben. Also manche Schätze sind aber auch richtig fies, oder? Das ist mal ganz ohne Witz. Okay. So, weiter geht's. Wo geht's denn weiter? Ihr nicht in Frankreich? Wir wollten euch retten. Vor wem denn? Wir dachten, ihr werdet entführt. Oder schlimmer. Aber wieso denn? Naja, Talbot überfiel uns im Schloss. Das war eine Falle. Wir dachten, sie sind euch auch gefolgt. Ja, ja, sie sind auf jeden Fall hier. Na, großartig. Dann sollten wir vielleicht leiser sein. Was war bei euch los? Wir erreichen euch seit 24 Stunden nicht. Ah, ich muss mein Guthaben aufladen. Du benutzt ein Prepaid-Handy? Mann, mit Vertrag ist doch krasse Abzocke. Was? Meins ist kaputt. Was? Okay. Kommt, vergessen wir's. Ihr glaubt nicht, was wir entdeckt haben. Ich habe alles hier. Nicht nur, dass Elizabeths Spionagenetzwerk bis hierher reichte. Sie waren alle Mitglieder einer Art hermetischen Geheimgesellschaft. Der britische Cold Secret Service, die School of Night, der Hellfire Club, die Order of the Golden Dawn. Sie gehören alle zusammen. Und John Dee? Und Francis Walsingham und Walter Raleigh und auch dein Kumpel Drake. Sie alle wussten Bescheid. Aber für sie ging es nur um die Macht. Die Feinde beherrschen mittels Spionage, Täuschung, Furcht. Hey, Leute. Warte.
Und Marlow und ihr Team? Sind vom selben Geheimorden. 400 Jahre später. Könntest du bitte endlich zum Punkt kommen? Ja, wir müssen echt machen, dass wir wegkommen. Klar, klar. Hier, schaut mal her. Quod est superius? Est sicut, quod est inferius. Wie oben, so auch unten. Und das ist der Schlüssel zu allem. Wir müssen zum höchsten Punkt in diesem Schloss. Na, dann nehmen wir doch einfach die Treppe. Ah, geht doch. So, da ist die Gang wieder vereint. Mit diesem Hinweis könnten wir den Weg in die Gruft finden. Die Prepaid-Handy-Gang. Der Eingang muss hier irgendwo versteckt sein. So, wir können jetzt erstmal ein bisschen weiterspielen. Mir fehlt jetzt noch ein Schatz und der kommt erst kurz vor Ende des Kapitels. Das heißt, wir haben jetzt da, gleich noch so ein bisschen Geballer vor uns. Okay, dann müssen wir also nur darüber. Achtung! Oh Mist, so ein Mist! Runter! Und ich habe jetzt mit der Shotgun natürlich die völlig falsche Waffe. Zum Turm müssen wir an ihnen vorbei. Toll. Und was ist aus Reinschleichen und Rausschleichen geworden? Was? Wir geben nicht auf. Ja, wir sind so nah dran. Kommt, wir finden einen Weg um sie herum. Sie sind hier. Wir müssen sie nur finden. Wart nur, wenn die Kappe zu fassen kriegen. Und die anderen beiden? Sie sind tot. Herbert hat sich Frankreich erledigt. Ah, Moment. Das sieht gut aus. Hallo. Alles Gute kommt von oben. Na, warum kann ich... Ah, genau. Es ist Agent 47. Verdammt. Ich habe den Agent getötet. Oh, da kommt einer. Ah. Also, so lange wie möglich unauffällig bleiben, ist, glaube ich, das Motto. Obwohl es ja eh nur darum geht, dass sie mich sehen, denn Cutter ist völlig... klar zu sehen. Ja, obwohl, ne? Anscheinend geht's auch tatsächlich darum, dass die Cutter nicht sehen dürfen. Guck an. So, könnt ihr den mal platt machen? Danke. Bam. Granate! Aua. Au! Erwischt! Vorsicht! Oh, fuck! Nein, komm schon! In Deckung! Oh, Cutter! Trottel! Na komm schon. Am Fuß des Turms ist ein Eingang. Also, gehen wir hoch und sehen, was los ist. Am Fuß des Turms ist ein Eingang. Wäre blöd, wenn er am Kopf des Turms wäre, oder? Genau das, was ich brauche. Könnte nützlich sein. Ja, komm, gib mir die Mikropistole. Oder Paranoien? Was? Na, ist egal. Passt schon. Schon okay. So, ein bisschen Muni sammeln. Und dann geht's gleich weiter. Ja, ich hab's. Ist schon klar. So. Weiter geht's.
Tor, perfekt. Charlie, hilf mir mal eben. Los. Durch? Ja, okay. Hups! Alles klar, runter. Ich erinnere mich sehr gut an diese Stelle. Ich weiß, dass ich da bei meinem ersten Durchlauf super lange hing und super Schwierigkeiten hatte. Schauen wir mal, wie das jetzt läuft. So, hier geht's irgendwo nach oben. Da. Hier hoch. Okay, das ist mal eine nette Knarre. Oh, genau das meine ich. Ja, genau das meine ich. Na? Verloren! Ja, genau das meine ich. Komm, genau folgt mir. Genau das meine ich. So, jetzt muss ich erst die Knarre hier wieder sammeln. Das ist ja auch blöd. Nein. Ah, nein. Ach komm, drauf geschissen. Hier hoch. Mist. Oh, der lebt immer noch. Das gibt's nicht. Das, was ich brauche. Die Knarre ist schon okay. Nein. Mehr Granaten brauche ich, ganz genau. That's what I'm talking about. Wow, wo kommst du her? Ah! Ist tot. So, wer hat hier noch ein bisschen Muni für mich? Keiner. Geil. Alle nur die Scheißwaffen dabei. Das ist ja doof. So, aber es ist noch lange, lange nicht vorbei, glaube ich. Oh. Junge. Wo war denn jetzt Nachladen? Ach genau, R1. Da komme ich auch nicht drauf klar. Was denn? Nein, lass mich los! Nein! Wow! Okay, das war gescriptet. Junge, das hat mich jetzt aber echt erschreckt. Oh, das ist jetzt fies. Hallo. Oh doch, mein Freund. Oh doch. Oh, der nächste. Komm schon. Nein!
So, ab nach oben mit dir. Komm schon. Boah. Jetzt wird's fies. Oh, jetzt wird's fies. Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Okay. Ah, ich wollte eigentlich zum Fenster springen. Hat er jetzt nicht so ganz verstanden, was ich vorhatte. Ja, das ist leider bei Uncharted manchmal wirklich so. Okay. Manchmal rafft er einfach nicht, was man von ihm will. Das ist zwar alles ganz schön und diesen ganzen Action-Szenen und normalerweise funktioniert das ja auch immer ganz gut. Aber manchmal rafft er es einfach nicht, was man möchte. So, das ging doch nichts. Jetzt aber, nächster Versuch. Hoch hier. Komm schon. Aber ich muss doch zu diesem Fenster, oder nicht? Geh doch noch ein Stück hoch, bitte. Ich muss doch bestimmt zu diesem Fenster. Siehste mal. Ich sehe nichts. Boah, ich sehe wirklich nichts. Oh. Ich arbeite da. Also. Die will ich haben, die ist gut. Danke, Mann. Danke, Junge. Du hast uns den Arsch gerettet. Ja, komm, behalt die. Ist okay. So, alles klar. Wir sind wieder voll am Start jetzt hier. Ah, jetzt springt er. Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay. Alles gut, alles cool. Also, wo geht's denn jetzt weiter? Da unten sind meine Kollegen. Ich schätze mal, dass ich da jetzt runter muss. Genau das, was ich brauche. Nein, das will ich nicht. Perfekt. Den will ich. So, suche ich zu euch? Ich komme zu euch. Hi. Hat das jetzt irgendwas gebracht oder muss ich gleich wieder nach oben? Wo soll ich hin? Ich fürchte, ich war da oben schon richtig. Hm? Durch das Fenster bin ich gekommen, ne? Aber... Oh, ich sehe aber auch echt nicht viel. Es ist schweinedunkel hier. Aber wo soll ich denn jetzt hin? Jetzt mal ganz ohne Witz. Es ist super dunkel. Ich denke, das ist schon okay. Ach Leute, wo soll ich denn hin? Hallo, erzählt mir was, wo wollen wir hin? Boah, ich sehe nichts, es ist so dunkel. Hier ist doch nichts weiter.
Wo geht's weiter? Scheiße. Kommt doch hier hoch, Mensch. Oh, Leute, ehrlich. Wo geht's denn jetzt lang? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Die stehen hier nur blöd rum. Machen gar nichts. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Echt nicht. Keine Ahnung. Ach, verdammte Hacke. Leute, kommt, macht irgendwas. Kommt schon. Geht aus dem Weg. Ah, ihr macht mich wahnsinnig. Geh aus dem Weg, du alter Mann. Ah, wo soll ich denn hin? Ich weiß es nicht. Hier ist keine Tür, hier ist kein Fenster, hier ist gar nichts. Wo soll ich hin? Hier geht's wieder runter. Ach, Mann. Da. Ja, ist klar. Da musst du auch erstmal drauf kommen, ehrlich. Da habe ich nicht mal eine Tür gesehen. Unfassbar. Komm schon, töte es. Danke. Boah, ehrlich, ey. Das war jetzt reine Glückssache. Ja, jetzt sehe ich die Tür auch. Alter Schwede, ihr macht mich wahnsinnig, ey. Na gut. Komm schnell. Dann geht's anscheinend hier hoch. Ja, an diese Stelle erinnere ich mich. Ja, aber ihr beeilt euch, okay? Ja, wir sind hier leichte Ziele. Und hier müsste es gleich auch schon den letzten Schatz gehen. Geben. Schatz geben. Hier, siehst du? Wie oben, so auch unten. Aber hier sind wir richtig. Ja, aber wofür sind wir hier richtig? Die Kreuzfahrer hätten den Eingang zur Gruft irgendwo gut sichtbar platziert. Moment mal. Ja, sieh mal. Das Symbol ist auch auf Drakes Karte. Direkt daneben. Klar, der kleine Bär, der Polarstern. Der Fixpunkt am Nachthimmel. Wenn wir dem runter zur Burg folgen. Der zeigt bestimmt zu unserem versteckten Eingang. Kann ich mal sehen? Ja, ja. Ich will es zurück. Nimm das Teleskop. Mach ich. Ach du Scheiße. Wenn du das Teleskop nicht benutzt, gib's her. Was für ein ich Teleskop? Ihn. Ich benutze es schon. Okay. Also, brauche ich jetzt den hier oder nicht? So, wir müssen also den Polarstern finden. Scheiße. Ich hab sie. Okay, dann suchen wir mal den Eingang. Er sollte direkt unter dem Polarstern sein. Na, wer hätte das gedacht? Da ist er. Das ist aber sehr gut sichtbar. Ja. Leute! Offensichtlich eigentlich. Ja, eine Sekunde. Etwas zu einfach, oder? Halt. Oh oh. Vorsicht! Runter! Bam! Los, lauf! Au, Mist!
Komm schon, Leute, Beeilung! Komm mal. Was ist denn los mit den Typen? Die machen hier alles kaputt! Bewegung! Vor allem kriegt das niemand in der Stadt mit. Wo kommen wir rüber? Nicht so lange noch! Wow! Nein, nein! Okay, das ging fix. Schnappt sich jemand das Gewehr? Ja, das hatte ich gerade vor. Genau das hatte ich gerade vor. Achtung! Ah, ihr Sch- Von diesem verdammten Ding wird nichts übrig sein, wenn die Farbe ist. Aua! Mein die Gott! Nicht auf. Ich komme ja gar nicht dazu, auf die zu schießen. Also. So, Nummer uno. Okay. Also hier oben stehst du natürlich richtig auf dem Präsentierteller. Also, einer war hier, sagst du. Achtung! So. Einer war da. Der andere war hier unten. Nicht auf. Ich sehe ihn von hier, glaube ich, noch. Ah, was machst du? Ja, das ist natürlich blöd. Aber wenn ich mich jetzt da oben hinstelle, dann bin ich sofort. Ah, zwei sind da noch. Oh, Leute. Verdammte Hacke, ey. Komm schon, Ziel. Und zeig mir irgendwas. Ist er tot? Ja, er ist tot. Alter Schwede. So, wo ist der letzte da unten? I see you. Los, so. Wir müssen weg jetzt! Bereit! Los geht's! Okay! Alles klar! Komm schon! Komm schon, Nate! Komm her! Wo genau soll ich hin? Wo? Nein. Oh, ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll. Komm schon, los, los! Ist ja wie bei Uncharted hier. Mein Gott. Aufregend. Wo sind sie? Hey, hey! Hier unten! Alles klar, Leute! Ja. Ja, wir suchen einen anderen Weg und treffen euch. Vorsicht! Mist! Hey, Mann! Da! Der Turm! Was ist mit Sally und Chloe? Denen geht's gut. Sieh mal, sieh mal! Da ist er! Sehen wir ihn uns an. Nein, das ist keine gute. Und weg ist er. Toll. Wir müssen leise sein. Findet sie! Ja, was machst du denn? Nein, greif ihn! Ja, genau.
Okay, ich hätte jetzt gerne Sniper. Während ich das Gebiet durchsuche. Kann ich leider nicht. Ah, das wird jetzt auch nochmal heftig hier. Warum habe ich denn die Sniper jetzt nicht? Was ist denn los? Ernsthaft? Wo ist denn... Wo ist denn meine Sniper hin? Ich habe doch extra noch Money aufgesammelt davon. Ich habe keine Sniper mehr. Oh, das ist ja fies, ey. Na gut, Leute. Ich würde sagen, das Kapitel zieht sich ja noch ein bisschen. Darum machen wir das im nächsten Teil zu Ende. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.